Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video, wo ich endlich die Gewinner präsentieren werde, das es ja bei den zahlreichen Gewinnspielen gegeben hat oder die viel mehr, weil es sind ja doch einige an der Zahl und in Summe gibt es heute 7 Gewinner auszulosen. Und wir fangen direkt mal mit den World of Warships Gewinner an. Dabei ist es so, diese Gewinner werden das Schiff in den Hafen direkt gestellt bekommen von Wargaming. Das kann ein bisschen dauern, also deswegen hier einfach etwas Geduld, aber am Ende kommt es immer an. Da machen wir es jetzt ganz leicht. Wir nehmen hier das Video, gehen hier in den Random Comment Picker, geben das ein und sagen Load Comments. Das dauert immer dann ein kleines Weilchen, bis er alle geladen hat, weil ihr wart hier unglaublich zahlreich bei der Futschin. Das ist Wahnsinn. Und jetzt hier randomly Picker Winner. Jetzt hoffentlich hat derjenige sein World of Warships Nick genannt. Wenn nicht, dann gibt es den nächsten. Also, randomly pick. Garfield 2611. Garfield 2611, der hat dann die Futschin. Glückwunsch an dieser Stelle. Gut, das ist der Garfield. Dann werden wir jetzt uns um die Nikolai kümmern. Auch hier gab es eine. Auch hier ist es so, ein Gewinner bekommt auch hier das Schiff. Da sind es nicht so viele Kommentare, da gibt es dann ein bisschen weniger. Und hier, ihr seht, 176 Unique Users. Also hier, wer viel kommentiert hat, dem bringt es nichts. Also es wird hier nur einmal ausgewertet. Randomly pick the winner hier. Und hier den Pot mag ich auch haben. Fritze, Fratze, hier zusammengeschrieben. Du hast die Nikolai gewonnen. Glückwunsch. Fritze, Fratze. Nicht wundern, ich schreibe nämlich gerade mit. Das soll ja auch hier alles deinen rechtmäßigen Gewinner finden. So, das war dann praktisch das Thema World of Warships Futschin und World of Warships Nikolai. Bei Armored Warfare gibt es 3 Gewinner an der Zahl und bei 5 Gewinner und bei 115 Kommentaren ist es natürlich hier sogar ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen. Deswegen fangen wir mit den Blitz und mit dem Typhoon Paketen an und das Eroberer Paket ist das teuerste und wertigste, das gibt es dann ganz zum Schluss. Also, zweimal Blitz. Randomly pick a winner. Wie gesagt, hier war es wichtig, hier war es nicht notwendig, einen Nick zu posten, weil bei diesen Gewinnern wird es so sein, ich schicke den Code per YouTube-Nachricht. Also von dem her einfach an die Gewinner dann auf YouTube das Ganze bekommen. Der Bö89 bekommt mal einen Bö89, bekommt einmal Blitz. Ich schau mal, ob er... Es gab Leute, die ja gesagt haben, wenn ich gewinnen würde, dann bitte das Typhoon oder das Blitzpaket, weil ich habe das eine oder das andere schon. Aber bei Bö steht hier nichts drin, deswegen bekommt Bö einmal Blitz. So, der nächste. Also, Red Machine, auch hier keine Präferenz, deswegen bekommt Red Machine 23 einmal Blitz. Red Machine 23. So, jetzt die 2 Typhoons. Da bin ich selber. Der gilt natürlich nicht. Captain Barnius. Also er schreibt, Armored Warfare ist ein tolles Spiel. Leider kann ich es noch nicht zocken. In dem Fall, wenn er so für sich das Spiel noch nicht zockt oder irgendwann zocken will, er hat den Code auf jeden Fall mal. Also ich gönne ihm den. Und er kann ja mit dem Code machen, was er will. So, ich muss hier aufpassen. Happy mit Ä geschrieben. Captain Barnius. Ein fleißiger Kommentierer meiner Videos in letzter Zeit. Lohnt sich doch, wie man sieht. Und nochmal Typhoon. Geht an. Naja. Oh. Oh. Oh, ich habe natürlich den Fehler gemacht, dass ich immer viele Kommentare auch wieder kommentiert habe. Ja, ist natürlich nicht immer vorteilhaft, wie man dann sieht. Habe ich mir dann bei den beiden Videos auch dann abgewohnt oder bei den World of Warships Videos, dass ich da nicht mehr kommentiert habe. So, Ossi Ostrich, der hat dann auch einmal Typhoon gewonnen.
Schau mal, ob er. Ja, nee, ich sehe auch hier keinerlei Sache, dass er da eine Präferenz abgegeben hat. Deswegen. Ozzy. Osrich. Und auch hier ist es so. Gewinn ist Gewinn. Ich will eigentlich bitte unter dem Video nicht zu viele Disses zumindest haben gegen Gewinner. Es ist halt einfach so. Und anders habt ihr dann mal Glück. So, Ozzy Osrich und die Blitz und Typhoon sind weg. Jetzt kommen wir zum Hauptgewinn und zwar dem Eroberer-Paket. Knapp 70 Euro wert. Unglaublich. Und jetzt schauen wir mal, wer hier der Gewinner ist. White Seal, 1990. Ja, White Seal, keine Präferenz. Er hat scheinbar das Eroberer-Paket nicht. Von dem her auch ein sehr fleißiger Kommentierer der Videos und langer Abonnent. Da freut es mich natürlich gleich doppelt. White Seal 1990. So, das sind dann alle Gewinner. Also wie gesagt, Armored Warfare bekommt direkt, wenn ihr das Video sehen könnt, dann habt ihr ihn schon in eurem Postfach. Und die zwei World of Warships Gewinner bekommen ihn dann direkt von Wargaming. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch an den Gewinnspielen. Und ansonsten, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.